So, meine lieben Leute, hier mal ein kleines Update zu unserem Bad, allgemein zum Wasserverbrauch. Wie kann man ungefähr 200 € an Wasser im Jahr bei normaler Nutzung sparen? Und zwar gibt es da eine ganz einfache, rabiate Lösung. Man klemmt den Anschluss vom Wasserhahn unten einfach ab und lässt das Wasser einfach direkt in den Eimer unten fließen. Und das war es auch schon. Bei jedem Toilettengang benutzt man dann einfach das Wasser, das hier direkt unten vom Abwasser vom Waschbecken rauskommt, und kippt es einfach beim großen oder kleinen Geschäft danach in die Toilette. Es ist wirklich eine ganz einfache, simple, ja, wirklich eine super einfache Lösung. Und es spart wirklich Unmengen an Wasser. Es schont die Umwelt. Es entlastet die Wasserkraftwerke sozusagen, weil wenn im Sommer weniger Wasser zur Verfügung ist, die Grundspeicher, die Wasserspeicher sind sowieso sehr schlecht da im Moment wegen der Dürreperiode. Deshalb ist es wirklich eine einfache Lösung. Das Wasser vom Wasserhahn wird nicht einfach bei jedem pupsigen Händewaschen einfach in die Kanalisation wieder geschüttet. Nein, man benutzt das Wasser sinnvoll wieder. Nach dem Händewaschen, das Wasser an sich ist ja nicht dreckig. Da ist ein bisschen Seife dran. Und danach ist es schon wieder weg in der Kläranlage. Nee, man kann das Wasser doch wieder benutzen. Macht es einfach in den Eimer. Wenn der voll ist, zack, nimmt man den und kippt ihn sofort ins Klo oder stellt ihn eben in die Badewanne, damit das Wasser auch wieder benutzt werden kann. Und das spart wirklich 100, 200 € im Jahr. Das werdet ihr wirklich sehen, weil hier in den Kasten gehen 5 bis 10 Liter rein. Und hier in so einen Eimer gehen auch 10 Liter rein. Wenn ich mir das mal angeguckt habe, mein normaler Wasserverbrauch liegt, wenn man sich morgens frisch macht und sich das Gesicht wäscht und alle anderen Körperpartien sozusagen und dann noch Zähne putzt und nochmal die Hände wäscht und sich nochmal frisch macht, dann ist der Eimer hier, sollte sich jeder mal anschauen, der Eimer hier, gehen 10 Liter rein, der ist bis oben hin, ist der voll. Und warum sollte man dann das Wasser, das man nur zum Zähneputzen, zum Gesicht waschen benutzt hat, nicht einfach mal direkt wieder benutzen für die Klospülung? Das ist mir noch nicht, da habe ich die ganzen Jahre auch nicht drüber nachgedacht. Deshalb jetzt diese spontane Idee. Wir machen das schon seit einem Monat und es hat zwei, drei, vier, fünf, sechs positive Effekte. Erstens, du sparst Wasser. Zweitens, du sparst Geld. Drittens, du schonst die Umwelt. Viertens, ja, wer weiß, du wirst vielleicht ein bisschen aktiver. Du betätigst ein bisschen mehr deine Muskeln, indem du den Wassereimer hochschleppst und da rein tust, ist nicht ganz schlecht. Was noch? Ja, es hat eigentlich nur positive Effekte. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht denken, eklig, asozial. Persönlich habe ich am Anfang auch gedacht, ist vielleicht eklig, aber jetzt finde ich das überhaupt nicht mehr eklig. Du leitest das Wasser einfach nur in diesen pupsigen Eimer rein. Fünf Eimer oder so habe ich mir für ein paar Euro geholt. Du leitest das einfach da rein und benutzt das Wasser sofort wieder. Da macht es auch einem persönlich sozusagen Spaß, dann das abzuspülen, weil man genau weiß, dass klares, frisches Trinkwasser, das hier reinkommt, das ist Trinkwasser, was in den Spülkasten kommt. Dass man das nicht unnötig für eben einen Toilettengang wieder verschwendet. Bei jeder Spülung werden mal eben 5 Liter, ja, energiesparsame Spülkästen verbrauchen wahrscheinlich weniger, aber trotzdem, man verbraucht Liter an Wasser, nur um eben, ja, seinen Urin wegzuspülen. Was eine persönlich für mich eine elegantere Lösung wäre, was ich auch noch nicht verstanden habe und in keinem Bad so bisher gesehen habe, wahrscheinlich aufgrund dessen, dass man mehr Geld für Wasser ausgeben soll, ist, dass, das werde ich auch irgendwann mal erfinden, dass das Wasser von dem Waschbecken trotz Krümmung, damit es halt nicht so riecht wegen dem Kanal, dass das Wasser
über eine Leitung in den Spülkasten geleitet wird. Das hatte ich auch vor, aber leider geht das bei diesem Spülbecken nicht, weil der natürliche Fall von dem Wasser und die Wasserdruckkraft nicht ausreicht und die Höhe vor allem, die Höhe reicht nicht aus, um das Wasser mit einem natürlichen Gefälle in den Spülkasten zu leiten. Es geht einfach nicht, weil das Waschbecken sogar fast ein bisschen, ja, das ist ungefähr auf der Linie, das hier, das Waschbecken ist auf der Linie zu dem Spülkasten hier. Und ja, da kann sich natürlich kein Wasser ansammeln. Wäre das Waschbecken ungefähr auf der Höhe, was ergonomisch für die Hände und auch für unsere Körpergröße besser wäre, was aber in dem Haus hier nicht installiert ist, ja, weil es wahrscheinlich ein älteres Haus ist oder weil es allgemein so nicht vorgesehen ist, wäre das Waschbecken ein bisschen höher, könnte man das Wasser mit ein paar einfachen Rohren und einer kleinen Bohrung sofort in den Spülkasten leiten und hätte nicht diesen Umweg mit dem Eimer. Geht leider nicht, aber in unserem Haus werden wir das definitiv so einbauen, dass das ganz einfach miteinander verknüpft werden kann. Aber so ist diese Lösung auch ganz einfach. Das Wasser wird einfach nur in den Eimer geleitet und dann ab in die Spülung. Was uns aufgefallen ist, ja, zu zweit, man benutzt dadurch auch weniger Wasser, weil man natürlich auch immer achten muss, aber wenn man hier jetzt zugange ist, lalala, mit Hände waschen, ist der Eimer denn auch bald wieder voll? Dann gucken wir mal eben schnell, oh, ist voll. Dann benutzt man auch instinktiv schon ein bisschen weniger Wasser. Und das spart auch nochmal insgesamt, weil man weiß, dass die ganze Zeit der Eimer voller wird. Und ja, man benutzt halt insgesamt weniger Wasser, man ist achtsamer, man ist sparsamer. Und das fällt mir auch immer wieder auf. Wir hatten mal eine Phase, wo wir den Eimer dann benutzt haben, dann haben wir ihn wieder nicht benutzt. Weil wir hatten früher den Fehler gemacht, dass wir das Wasser wirklich hier noch in den Spülkasten hier oben reingetan haben. Und das hat zu, ja, das war immer sehr aufwendig. Wir hatten auch andere Eimer früher, die hatten nicht so einen Auslaufstutzen. Das kann man hier schön sehen. Ich habe diesmal Eimer geholt mit so einem Ausguss, mit so einer Ausgussvorrichtung. Dadurch kann man das Wasser halt einfacher schütten und hat nicht diese Wassertropfen am Boden. Das war vorher immer das Problem. Und jetzt leiten wir das Wasser auch einfach direkt da in die Toilette und nicht erst in den Spülkasten, weil der Spüleffekt, ob das jetzt von oben kommt oder direkt da reingeht mit dem Eimer, ist wirklich derselbe. Egal ob groß oder klein. Kleines Geschäft. Ja, man achtet mehr darauf, wie viel Wasser da jetzt reingeht. Ist instinktiv beim Benutzen des Wassers, selbst am Waschbecken sparsamer und das Wasser, dann, das dann benutzt wird, wird nochmals wieder benutzt für den Toilettengang. Es sind wirklich, ja, 10 Euro für ein paar Eimer und man spart sich 100, 200, 300 Euro an Wasser insgesamt. Ich finde es eine sehr gute Lösung, sehr einfach, sehr effektiv und ich werde mich auch bemühen, weiterhin nach solchen einfachen Lösungen Ausschau zu halten. Es macht auch wirklich Freude, dann immer ein bisschen was im Leben noch weiter zu optimieren. Das macht mir wirklich Freude. Gut, das wäre es dann soweit. Und denkt dran, immer schön an die schöne Umwelt denken. Okay, auf dann. Bis bald, bis zum nächsten Video.